mich haben die Bauteile natürlich damals auch schon fasziniert. Wenn man an einem Firmentor vorbeigefahren ist, dann diese großen Propeller. Und da stand für mich eigentlich schon relativ zeitig fest, hier wirst du immer mal arbeiten wollen. Wie soll ich sagen? MMG baut die größten Schiffspropeller der Welt. Was mich an Metalltechnik immer fasziniert hat, ist diese nahezu freie Konstruktionsfähigkeit mit diesem Werkstoff. Man kann aus Metall nahezu alles herstellen. Die MMG hat mehrere, sag ich mal, Unterscheidungsmerkmale vielleicht zu anderen Unternehmen. Zunächst einmal sind wir natürlich sehr spezialisiert auf ein Bauteil, was sag ich mal, von der Größe natürlich beeindruckend ist, aber in seiner Größe halt sehr, sehr genau gefertigt sein muss. Und was eigentlich der Schritt davor ist, halt auch sehr, sehr genau entworfen und berechnet sein muss. Und das, ohne es wirklich in Großausführung testen zu können. In den letzten Jahren sind die Propeller-Designs sehr genau geworden, was die Betriebspunkte angeht. Kommt halt zur Qualitätskontrolle über die gesamte Fertigung hinweg unsere Messtechnik zum Einsatz. Wir müssen gewährleisten, dass wenn der Propeller unsere Halle verlässt, genau das abliefert, wofür unsere Konstrukteure ihn vorgesehen haben. Das klappt immer. Das Gießereiwesen hat hier in Wahren an der Müritz eine lange Tradition. Wir schreiben just dieses Jahr 150 Jahre. Der entscheidende Punkt eigentlich für das, was wir heute machen, ist eigentlich die klare Entscheidung nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands, dass die ostdeutschen Werften unbedingt einen Propellerzulieferer brauchten. Durch die Teilung waren halt die Propellerzulieferer im Westen Deutschlands. Und die Entscheidung war dann relativ klar aus strategischen Gründen, hier diese Gießereitradition zu nutzen, um den sogenannten Schwermetallguss, also die Bronzelegierung hier in Form von Schiffspropellern zu etablieren. Die gesamte Propellerherstellung, wenn wir sehr schnell sind, dauert dann aber immer noch mindestens 3 bis 4 Monate. Wenn dann sozusagen die Form feststeht des Propellers, geht es los, dass wir ein Modell davon bauen müssen, sodass wir dann eine Form nachher haben, die invers, sozusagen hohl, den Propeller darstellt. Also wir benutzen hier bei den Großpropellern bis zu 300 Tonnen Formstoff. Das ist ein Quarzsandgemisch, den wir um diese Holzform rumbauen. Und das müssen wir anschließend dann aufstemmen, aufbrechen, um den Propeller dann da drinnen zu finden. Also unser Hauptmaterial, was wir hier vergießen, ist eine Kupfer-Alu-Nickel-Legierung. Das ist eine spezielle Propellerlegierung, die eigentlich auch nur hierfür zum Einsatz kommt. Und während des Abgusses sind dann eigentlich alle Kollegen der gesamten Halle an diesen Abguss gebunden. Und es muss sehr ruhig sein in der Halle, dass dann auch wirklich jeder das Kommando des Abgussleiters hört, damit dann auch wirklich sichergestellt werden kann, dass während des Abgusses nichts Unvorhergesehenes passiert. Und dann habe ich eigentlich nur 10 Minuten für den Guss. Also vorher ganz viel Vorbereitung und dann dieses kurze Zeitfenster, wo alles stimmen muss. Und dann sehe ich bei unseren Bauteilgrößen erst eine Woche später im Groben, und eigentlich sehr viel später, wenn ich das Bauteil dann bearbeite, ob das Ganze, was ich mir ausgedacht habe, erfolgreich war.
einer Propeller hier fertig in der Versandhalle steht und dann irgendwann aufgeladen wird, ist das der Zeitpunkt, Goodbye zu sagen zu seiner guten Arbeit und den Propeller mit gutem Gewissen dann fahren zu lassen. Also unsere Messtechnik bietet uns den großen Vorteil, dass wir an jeder Position bei uns in der Firma messen können. Gerade in unserer lebenden Produktion sagen wir immer, wo wir auch über die Produktion hinweg verschiedenste Kontroll- und Prüfschritte haben, ist das natürlich ein Vorteil, wenn wir ein mobiles Equipment haben, womit wir uns frei bewegen können in der Halle. Bei uns ist es so, dass jeder wirklich in seinem Umfeld der Spezialist ist und der kann auch nicht sozusagen so leicht ersetzt werden. Und jeder trägt genau den gleichen Beitrag. Irgendwie verkörpert jeder, dass es ganz klar ist, dass man diesen Job macht. Obwohl es eine sehr, sehr spezielle Sache ist, wird bescheiden davon berichtet. Natürlich kommt auch Stolz mit dazu, aber immer liegt so eine klare Bescheidenheit über dem, was man hier tut. Und ich glaube, das bringt uns auch voran. Na, wir gestalten unsere Zukunft natürlich selber. Der Wunsch ist natürlich ein erfolgreiches Geschäftsleben weiterhin, also genau mit dem gleichen motivierten Team. Aber wir können uns das nicht einfach wünschen, sondern wir müssen es ja aktiv gestalten.